Cynthia. Viens. So, das war's. Der Bruch scheint unmittelbar bevorzustehen. Hallo und privet aus Kaliningrad. Zwei Meldungen in den russischen Medien weckten meine Aufmerksamkeit am Anfang dieser Woche. Eine Meldung kam vom russischen Außenminister Lavrov, der sich in China befindet. Und eine zweite kam aus dem Kreml, wenige Momente nach den Äußerungen von Lavrov. Beide Meldungen betreffen das Verhältnis Russlands zur Europäischen Union. Beendet man in Russland etwas, hat man alles gesagt, was man sagen wollte, so wird häufig das Wort «Всё», das war's, alles, verwendet. Also der Schlusspunkt gesetzt. Ich hatte den Eindruck, als ob dem russischen Außenminister und dem Kreml diese drei Buchstaben schon auf der Zunge liegen. Russland und China weisen die geopolitischen Spiele und die einseitigen Sanktionen des Westens zurück, so der russische Außenminister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem chinesischen Kollegen. Russland habe kein Verhältnis mehr mit der Europäischen Union in ihrer Eigenschaft als Organisation. Die gesamte Infrastruktur der bisherigen Beziehungen sei vernichtet, so Lavrov. Zitat: Wir weisen die geopolitischen Spiele mit Nullsummen und die einseitigen Sanktionen zurück, zu denen unsere westlichen Kollegen immer häufiger greifen. Russland und China werden alles unternehmen, um ihre finanziellen und Handelsbeziehungen vor den Sanktionsgefahren anderer Länder zu schützen. Mit der Europäischen Union als Organisation gibt es keine Beziehungen mehr. Die gesamte Infrastruktur dieses Verhältnisses wurde einseitig durch Brüssel vernichtet. Die USA und Europa tauschen die Diplomatie durch Schritte aus, die allen anderen die Regeln zur Gestaltung der Weltordnung aufzwingen, die diese Länder für richtig halten. Es geht ihnen nicht um internationales Recht, sondern um ihre Regeln. Eine dieser Regeln sind die Sanktionen. Zitat Ende. An sich sind dies ziemlich klare Worte, denen bisher aber noch nicht der Abbruch der diplomatischen Beziehungen gefolgt ist. Wir erinnern uns, dass Sergei Lavrov darüber bereits einmal vor wenigen Wochen öffentlich nachgedacht hatte. Wenn es keine Infrastruktur zwischen Russland und der EU mehr gibt, wozu braucht man dann noch diplomatische Vertreter? С Евросоюзом мы исходим из того, что мы готовы, если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Да, мы, еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне. Wenige Momente nach den Äußerungen des russischen Außenministers in China wurde auch Dmitri Peskov während seines obligatorischen Pressebriefings zu den Äußerungen befragt. Seine Äußerungen hörten sich ähnlich wie die von Lavrov an. Aber ich habe doch einige Nuancen herausgehört. Vielleicht aber auch nur deshalb herausgehört, weil ich sie heraushören wollte. Und die Hoffnung auf eine Vernunftskoexistenz zwischen Ost und West noch nicht aufgegeben habe. Dmitri Peskov formulierte, Zitat: Die Europäische Union ist jetzt leider keiner unserer nahen Partner, aus dem einfachen Grund, weil sie die Beziehungen auf der Linie Brüssel-Moskau eingefroren hat. Zitat Ende. Mir fiel das Wort jetzt auf, welches die Möglichkeit offen lässt, dass sich das doch noch wieder ändern könnte.
Und mir fiel das Wort nachher auf. Also Peskow meint, die EU ist noch Partner, wenn auch kein naher Partner. Dann setzte Peskow fort, dass der Abbruch der Beziehungen zur EU nicht bedeute, dass man mit den Ländern, die Mitglied in der Gemeinschaft sind, nicht mehr sprechen werde. Es werde Gespräche geben, aber eben bilaterale. Also wird die Politik, wie sie sich in den letzten Wochen schon andeutete, wohl intensiver fortgesetzt. Die Praxis der letzten Wochen machte deutlich, dass die Europäische Union wohl selber ein Bau ist, der starke Risse zeigt. Denn in der gegenwärtigen Corona-Krise macht jeder, was er will. Großbritannien ist bereits ausgetreten und lieferte mit dem Austritt genügend Erfahrungswerte für weitere Austrittskandidaten. Interessant wäre als nächstes der Austritt eines Landes, welches als Währung den Euro eingeführt hat. Denn für die Rückabwicklung dieser Finanzunion fehlen gegenwärtig praktische Erfahrungen. Es bleibt abzuwarten, ob denn die Europäische Union einen Verhaltenskodex entwickelt, wo man alle Mitgliedsländer verpflichtet, keine bilateralen Beziehungen mit Russland zu pflegen. Und wenn es so einen Kodex gibt und einzelne Länder, wie zum Beispiel Ungarn, Italien oder Deutschland, trotzdem mit Russland reden, was dann? Werden dann innerhalb der EU auch diese Länder mit Sanktionen oder Strafzahlungen belegt? Oder vielleicht sogar aus der EU-Familie ausgeschlossen? Es stehen uns äußerst interessante Zeiten bevor. Wie sagte der russische Präsident Putin neulich mit Blick auf den US-Präsidenten Biden? Ich wünsche ihm Gesundheit. Wenige Stunden später strauchelte der amerikanische Präsident. Die Worte, die Wahl der Worte von Lavrov und Peskow in Richtung Europäische Union, die bewusste Vermeidung von starken Worten oder Ausdrücken, erinnern mich irgendwie an Putins Worte. Wünsche Wohlergehen. Zdravia Zhelayu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad. Da, люблю все русское. Люблю русский народ. Мало мы его еще знаем, мало изучаем. Hallo und Привет aus Kaliningrad. Wie heißt es immer so schön bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland? Mit dem Ersten sehen Sie besser und bei uns sitzen Sie in der zweiten Reihe. Ja, so oder so ähnlich lautet es wohl. Es kann sein, dass ich da was verwechselt habe. Ich habe nun auch zwei Kanäle, einen ersten Kanal und einen Reservekanal. Den Reservekanal für den Fall, dass es doch nicht so gut bestellt ist mit der Meinungs- und Medienfreiheit, wie in den westlichen Demokratien immer behauptet wird. Registrieren Sie sich auf meinem Reservekanal für den Fall, dass der erste Kanal stumm und taub wird. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.